Hey, willkommen zu einer neuen Die Sims 4 CC Vorstellung. Heute mit dem Child Dream Kit von Max20. Das gucken wir uns heute an. Das zeige ich euch alles heute im Detail. Das gibt es nämlich als Download. Doch jetzt erstmal Daumen hoch, dann geht's auch schon los. Dankeschön. So, wir haben ein Bett, ein Kinderbett. Ist das nicht cool? Voll schön wieder mit der Textur, mit dem Modell auch. Und da gibt es richtig viele, viele Farben darunter auch nochmal. Ich wollte das einfach euch mal zeigen, weil das so, so krass ist wieder mal. Und ich finde richtig schön, dass das so ein schnuggeliges Pack ist, was irgendwie in jedes Kinderzimmer passt, sei es modern oder rustikal. Das ist irgendwie so eine Mischung. Ich finde das total cool irgendwie. Das passt auf jeden Fall in jedes Haus. Hier haben wir den Schreibtisch und guckt euch mal hier die Doodles hier an. Das ist so toll, oder? Gemacht mit dem Blumbob auch. Auch hier haben wir verschiedenste Farben. Auch die passen natürlich zu den Holzfarben des Bettes dann auch dazu. Richtig schön gemacht. Natürlich hat man da auch Slots. Gucken wir uns gleich an. Wir haben hier auch noch ein Nachttischschränkchen. Hier ein Beistelltisch. Auch sehr cool, oder? Einfach so ein kleines Tischchen, auch das gibt es natürlich wieder in den Farben, also ne, wenn ihr hier das Braun habt, habt ihr ja auch das Braun und dann passt das hier zusammen. Eine entsprechende Variante natürlich dazu dann. Dann haben wir noch was und zwar gibt es hier diesen schönen Puffy. Das ist so ein kleiner Sitzhocker und guck mal, wie schön das aussieht, auch mit der Textur. Passt natürlich sehr gut auch zu den Objekten aus dem Spiel Die Sims 4, also Maxis Match CC. Heute wieder Sprachstörungen. Und das könnt ihr euch runterladen und wie ihr das reinbekommt in euer Spiel, da habe ich euch ein extra Tutorial gemacht, das solltet ihr euch informieren, bevor ihr euch sowas ins Spiel holt. Das ist nämlich von der Community. Für die Community gibt es auch kostenlos als Download. Und das findet ihr auf Patreon. Da könnt ihr euch das herunterladen, auch ohne, dass ihr ihn supportet. Aber ihr könnt ihn natürlich auch supporten, wenn ihr das denn wollt. Dann, ja, kommen da vielleicht noch mehr coole Sachen bei rum. Jetzt kommen wir zu was richtig Schönem. Guckt euch mal dieses Regal an. Wie toll ist das denn wieder mal? Ja, das ist so cool einfach, ne? Es ist so schön, auch diese Holzfarbe finde ich auch total cool. Es ist richtig schön warm, fast schon orange. Sehr cool, ne? Also da gibt es wirklich bunt oder schlicht, was man will. Schwarz-weiß natürlich auch dabei. Voll schön gemacht. Und das hier ist auch schön. Das ist so ein Growth Chart, also so ein Wachstumsding. Und da gibt es verschiedene Tierchen drunter. Ich finde das voll cool. Ja, dann haben wir ein Poster. Oh ja, das ist auch sehr toll. Also die Details sind auch wieder sehr, sehr, sehr sweet gemacht. Hier auch mit den transparenten Klebestreifen. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Und da gibt es auch verschiedene Farben davon. Na, die passen dann auch wieder entsprechend zu den bunten Farben, die wir dann auch haben. Vorhänge, ja, kann man nie genug haben. Auch die finde ich richtig toll, weil die haben auch so einen transparenten Teil und es sind einfach ganz normale, schlichte Schlaufenvorhänge, ne? Und man hat da so einen transparenten Teil, ne? Da kann man so durchgucken und dann drüber natürlich, dann das sind so zwei Stangen, drüber dann so ein ja, schließenden Vorhang, wo man dann richtig schön abdunkeln kann, quasi gefühlt zumindest. Rechts gedreht und links gedreht gibt es für die niedrigste Wandhöhe leider nur, aber immerhin, ne? Ich denke, das passt auch, ist okay. Ja, schlimm wäre es gewesen, wenn es nur für die höchste Wandhöhe oder so gegeben hätte und auch wunderschöne Farben. Auch hier, ne, passt das immer wieder dann zusammen. Dann haben wir, oh, das ist auch toll, das dekorative Flugzeug. Das ist so ein Deckenobjekt. Ich habe jetzt hier keine Decke, aber ich habe Move Objects an, deswegen können wir das so ein bisschen faken. Und das ist so schön gemacht. Also es ist so ein Flugzeug einfach. Und das kann man an die Decke hängen und da gibt es natürlich auch wieder die Tonfarben dazu. Richtig schön gemacht. Hier ein rotes Flugzeug wollen wir haben. Dann ist es bunt. Dann haben wir hier dieses Zelt, das ist auch total schön. Ist leider nur ein Deko-Zelt, aber ich finde es total witzig gemacht. Also, ne, so ein bisschen, So ein Spielzelt quasi. Man muss dazu sagen, das Set kam raus, bevor diese Spielzelte in das Spiel gekommen sind. Aber wirklich toll gemacht, richtig schön. Alles ist auch Base-Game-kompatibel, also ihr braucht keine Packs dafür, damit das irgendwie funktioniert. Wir haben jetzt hier auch noch so einen Teppich und da ist auch wieder richtig toll, ne? Mit den Farben dann auch wieder. Wie gesagt, ihr könnt das entsprechend anpassen, damit das hier zum Rest auch passt. Dann könnt ihr da die Farben entsprechend dann auswählen und dann habt ihr da auch was Passendes dazu, was so ein bisschen irgendwie immer dann auch matcht. Und ja, dann harmoniert das Ganze zusammen. Wir haben, das ist eines der Highlights, finde ich. Es ist ein Stern, ein Leuchtstern für die Wand. Und den gibt es auch in verschiedenen Farben, also auch mit Blau und mit Rosa, Rot.
Nicht rosa-rot, rosa-pink, ne? Und hier so ein bisschen gelb. Und die leuchten natürlich auch. Ach, ist das schön gemacht, oder? Ja, ich will nichts hören hier. Daumen nach oben, danke euch. Und dasselbe haben wir dann auch nochmal. Und dann hier als Wolke, ne? Und die gibt es auch in diesen vier Farben. Wirklich schickimicki hier, ne? Und die leuchtet natürlich genauso wie auch dieser Stern. Tolles. Tolle Details, ne? Da kann man richtig schön dekorieren und auch freier was, ja, gestalten. Dann haben wir hier noch was Tolles, finde ich, vermisse ich total in Sims auch immer. So Kisten einfach. Kann man auf den Boden legen, ne? So hier Stern und Herz. Und da gibt es auch schöne matte Texturen, aber auch mit so Pünktchen drauf und so, ne? Einfach so was Süßes, passt natürlich auch wieder farblich ganz gut dazu. Und dann haben wir hier noch ein Sparschwein. Sparschwein gibt es auch noch hier. Piggy Bank. Das ist auch total cool, finde ich. Ja, so ein Sparschwein, so ein richtiges Sparschwein. Das ist auch toll, ein Plüschlama, oder? Ist das geil. Also es hört nicht auf, oder? Es ist so cool. Ich finde die so knuffig. Also diese Designs sind echt der Wahnsinn, finde ich. Weil das halt auch total zum Spiel passt. Und das ist total schwierig. Auch hier diese Textur, ne? Passt perfekt zum Spiel-Style. Auch von den Polygonen, also wie das so gemacht ist, ne, dass es nicht so viel Performance braucht oder auch nicht, aber auch nicht irgendwie eckig ist oder so, ne. Richtig gut. Das ist noch eine Spieltruhe dabei. Die gibt's auch noch. Voll schön. Ich bin verliebt, wirklich. Ich bin echt verliebt. Dieses Pack hier, das ist so geil. Und eine richtig, da oben, wie gesagt, gibt's auch Slots für kleine Objekte. Ja. Ach, schön, ne? Einfach eine Schreibtischlampe. Mehr wollen wir doch gar nicht, oder? Es wird noch cuter hier. Es wird noch cuter hier mit dem Häschen. Ist das nicht toll? Zum Krönchen aus Papier. Finde ich voll cool gemacht. Und das gibt's auch in verschiedensten Farben. Sehr cool, ne? Das finde ich ein bisschen creepy, aber das helle oder das die anderen sind ganz schön, finde ich, ja. Okay, und dann hat man noch diesen Schrank. Ja, das ist auch so ein Objekt, einfach, ne? Ein schöner Schrank, Spiegel drauf, mit so Kordeln hier. Passt, ne? Ist eine runde Sache, sieht schön aus, muss man nicht unbedingt ins Kinderzimmer stellen, aber passt natürlich hier wieder von den Texturen perfekt dazu, ne? Auch mal mit goldenen Griffen hier, das haben wir ja hier auch, ne? Dass das hier so ein bisschen einmal mit weiß und dann wird es dunkler und hier gibt es verschiedene Farben dabei und die hat man dann da auch wieder, dass man das, wie gesagt, eben anpassen kann. Wenn man denn alles in Blau haben will, kann man das natürlich tun. Sieht sehr bunt und wild aus, das war's auch schon. Es gibt keine Böden oder Tapeten oder so in diesem Pack. Aber es ist echt toll, oder? Es sind richtig schöne Details dabei. Was sagt ihr dazu? Daumen nach oben nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Guckt mal in die Playlist rein, Mods und CC-Vorstellungen. Dort findet ihr noch mehr coole Sets und Packs von mir für euch, die ich gefunden habe und euch vorstellen wollte, will. Und ja, bis dann. Macht's gut. Euer Daniel. Ciao.